Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ganz spontanes Video. Wir haben nämlich einen Casalini M20 reinbekommen. Den haben wir irgendwann 2017 verkauft und seitdem nicht mehr gesehen. Und so wie es aussieht, hat das Fahrzeug seitdem auch keine Inspektion gesehen, keine Werkstatt gesehen, kein Öl gesehen, kein nichts gesehen. Und wir zeigen euch mal, warum eine Inspektion wichtig ist. Das heißt nicht, dass man unbedingt in eine Werkstatt muss. Das heißt aber, dass man, wenn man es selber machen kann, vielleicht ein bisschen Hand anlegen sollte. Optisch ist ja ein anderes Thema, wobei ich auch fest der Meinung bin, wenn man sein Auto nicht wäscht und nicht fliegt, geht es auch kaputt. Ja. Also Dreck macht ein Auto kaputt. Wenn ihr jahrelang das Auto nicht wascht, dann hat man dann Flugrostbildung und so weiter. Kunde bemängelt, dass die Tür nicht mehr richtig aufgeht. Ich weiß nicht, ob man es jetzt im Video sieht. Film mal diesen Spalt hier. Also jetzt ist es zu, ne? Ja. Jetzt mache ich es auf und jetzt sieht man, wie das fast dagegen kommt. Ja. Das liegt daran, weil das Scharnier schlicht und weg festgerostet ist. Ne? Dann gibt die Türhaut nach und es geht richtig. Ich weiß nicht, ob man es hört. Also es geht richtig schwer auf. Die Geräusche kommen jetzt nicht davon, weil das daran scheuert, sondern weil das Scharnier fest ist. Wir haben hier das Türscharnier, was natürlich an eine GFK-Karosse verschraubt ist und an eine Tür. Ja. Das ist jetzt so schwergängig, dass wenn ich die Tür zumachen möchte, ja, gibt die komplette GFK, das GFK nach und die Karosse nach. Krass. Und das GFK ist wirklich stabil. Das gibt niemals nach. Das gibt jetzt nur nach, weil das Scharnier so festgerostet ist. Keine Ahnung, ob Wirklichkeit genau mehr hat. Wenn man der Meinung ist und man will sich einen Neuwagen kaufen und keine Inspektion machen, respektieren wir das. Wir respektieren auch, wenn das die Leute das selber machen. Aber wenn man gar nichts macht, passiert sowas. Ganz einfach, wenn man das einmal im Jahr ein bisschen einsprüht mit irgendeinem Fettspray, dann hat man das Problem nie. So, da hat man jetzt einen relativ großen Schaden, weiß ich nicht, müssen wir uns angucken. Erstmal mit Rostlöser ein bisschen gangbar machen. Aber gut war das jetzt nicht, dass das so immer so beansprucht wird, das Material. Das geht ja auf der... Das tut richtig weh. Ja. Türscharniere werden geschmiert und auch tatsächlich die Griffe. Hier dahinter ist so eine Klammer und da kommt auch immer so ein Spritzer dran. Ja. Das sind so Sachen, da läuft bei der Inspektion ein Mechaniker drumherum, macht eben läuft einmal im Kreis, macht es fertig, denkt keiner drüber nach. Ja. Aber wenn man es nicht macht, dann fällt es auf. Dann fällt es auf, da. Bleibt hängen. Ist zugeschlossen, Moment. Ja, es geht auch schwer. Aber nicht so schlimm wie die Fahrerseite. Muss man da jetzt die Scharniere tauschen oder? Nein, wir versuchen die mit Rostlöser einzusprühen, sie gangbar zu machen, ja, und dann wird das gefettet. Ich denke, das kann man retten, ne? Die Klappe geht nicht auf wegen Batterie leer, warum auch immer. Bei der Haube auch ganz wichtig übrigens, ist jetzt hier nicht der Fall, aber auch haben wir auch schon gehabt, dass es sich hier drinnen irgendwie festsetzt und wenn man dann mit Gewalt die Haube runterdrückt oder aufmacht, dass es dann tatsächlich hier oben wegbricht. Ja. Weil Casalini, wissen wir ja, ist Motorhaube auch aus Kunststoff, festgerostet, ziehst du dran, dann reißt das hier weg, wenn man viel Pech hat. Aber dann war die Haube auch sehr lange nicht auf. Dann hat man vielleicht sogar noch andere Probleme, dann hat man auch ewig keinen Ölwechsel gemacht und, und. Casalini war da ganz schlimm. Da können wir ja aus Erfahrung sprechen, das Fahrzeug ist älter. Da haben wir tatsächlich auch Autos zurückbekommen, wo gefühlt die Haube nie offen war. Aber wie geht denn das? Man muss doch mal so Wäschwasser nachfüllen und so. Ja, aber vielen Leuten interessiert es einfach nichts. Was auch im Rahmen der Inspektion gemacht wird, zum Beispiel hier so Schlauchstellen. Ne? Das ist ja gerade das Wichtige bei 1000 Kilometer Inspektion. Das Auto wurde mal neu zusammengebaut, auch dementsprechend die Schläuche. Und die Schläuche, ja, die sind dementsprechend hart, will ich nicht sagen, die sind ja neu. Aber wenn die dann montiert worden sind und das Auto wurde warm und das ist alles erwärmt worden und abgekühlt worden, dann setzt sich so, dann, ne? Ja, setzt sich so ein bisschen. Und das erleben wir immer wieder nach den 1000 Kilometern, wenn man dann zum Beispiel die Schlauchstellen nachzieht, dass man noch so 2-3 Umdrehungen hat, dass es fester ist wie vorher. Und genau das sieht man hier. Hier wird auf so eine Inspektion verzichtet und dann sieht man überall so Kühlmittelaustritt. Siehst du diesen roten Ansatz? Ja. Es ist nicht dramatisch, aber es hätte man auch umgehen können. Sieht man auch, hier sieht man es ganz klar und deutlich, wenn man die Bremsen so weit runterfällt, bis man auf Metall kommt, dann hat man irgendwann diese Rostspäne, ne? Diese Rostspäne. Und das sieht man hier, wie die Felge schon so rostet innen drin. Scheiben sehen auch nicht mehr gut aus, ne? Sieht jetzt auch so aus, als wenn das Auto eine längere Zeit gestanden hat, dass es deswegen so ein bisschen angegammelt ist. Aber in der Tat, so die Lauffläche sieht nicht mehr so toll aus. Bremsen sind dasselbe, ne? Nicht runtergefahren, aber auch
auch Standschäden, würde ich schon fast sagen. Also hier haben wir einen Wartungsstau plus Standschäden. Viele Autos stehen auch jahrelang nur rum, ne? Weil sie nicht benutzt werden. Sagt man dazu noch Scheunenfund? Oder was sagt man zu so Fahrzeugen, die einfach vergessen wurden? Straßenfund. Auch zum Thema Waschen, siehst du auf dem Dach, guck mal, wie das ist wie so eine Eierschale sieht das aus, total matt. Ich weiß nicht, ob man das im Video jetzt so sehen kann. Also um den Lack schön zu bekommen, muss man auch erstmal richtig Hand anlegen. Ne? Hier sieht man es. Ja. So richtig. Wahrscheinlich wurde das Auto noch nie gewaschen. So spontan wie das Video war, so spontan werden wir es auch beenden. Ganz kurz gezeigt. Stopp, stopp, stopp. Also, wir haben jetzt hier über die ganzen Türscharniere gesprochen und was so wichtig ist. Was wir jetzt gar nicht in dem Video erwähnt haben, zu dem Zeitpunkt, natürlich ist der Ölservice genauso wichtig oder den ganze Motorpart, dass die Geschichte gewartet wird, dass die Handbremsseile geschmiert werden und so weiter. Das haben wir uns jetzt in diesem Video nicht angeguckt, aber das ist natürlich auch alles ein Punkt bei den Inspektionen, was durchgeführt wird und auch werden muss. Zum Beispiel Handbremsseile, ganz wichtig, wenn man die nicht regelmäßig pflegt, fettet und schmiert, dann rosten die quasi in der Hülle fest und dann kann man diese nicht mehr betätigen, beziehungsweise kann es sein, dass die Bremse fest bleibt und sich man dadurch auch die Bremse kaputt macht. Also Inspektionen sind wirklich sehr, sehr wichtig und wenn man sie wirklich nicht in der Werkstatt machen lässt, weil man technisch selber Hand anlegen kann, dann sollte man diese Punkte auf gar keinen Fall vergessen. Türscharniere können festrosten und ich sage mal bis zum nächsten Video. Und vergesst nicht, unser Kasaudi-Projekt abzuchecken. So ist es.